Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Heute geht es ab in den Urlaub. Ich habe endlich den Life is a Beach Mod drauf. Nachher kommt dann auch noch ein Video dazu, wo ihr den Mod herbekommt, wie ihr den ins Spiel bringt, wenn ihr den auch haben möchtet. Ich weiß noch nicht genau um wie viel Uhr, aber definitiv noch am Vormittag. So, aber jetzt müssen wir auch mal schauen. Hoppala, das war ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir uns dann aufmachen in den Urlaub. Okay, ist sie gerade arbeiten? Es hat den Anschein, als ob sie arbeiten würde. Komisch. Eigentlich ist sie ja noch voll zu Hause. Mysteriös, mysteriös. Paula ist endlich groß geworden. Ah ja, steht bei den beiden auch wahrscheinlich, weil sie... Ah, natürlich, weil sie einen Urlaubstag genommen haben. Und ich möchte euch das gerade mal noch zeigen. Marvin hat Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Das bedeutet, dass das Töpfchentraining abgeschlossen ist. Er wird immer versuchen, das Töpfchen zu benutzen, statt in die Windel zu machen. Perfekt. Perfekt. Er fühlt sich unwohl. Oh, er ist krank. Das sind keine tollen Voraussetzungen, um in den Urlaub zu fahren. Dann bestell dir mal noch eben ein bisschen Medizin. Zack. So, wunderbar. Und nimm sie direkt mal. So, und ich würde sagen, Marvin muss doch gar nicht aufs Töpfchen. Mensch, Mensch, Mensch. Emi, Emi, Emi. Dann würde ich sagen, nehmen wir Urlaub. Ich habe im Off schon das Haus ein bisschen umgestaltet. Die Häuser sind jetzt natürlich alle noch eher in diesem Waldhüttenstil, außer dem Haus, wo wir jetzt hinfahren werden. Das habe ich, wie gesagt, jetzt schon umgestaltet. So, die kommen natürlich auch mit Marvin und Yannick. Sie kennt Lia nicht? Sie müsste doch Lia kennen, ansonsten hätten nämlich Aiden und Lia auch mitgekonnt. Marvin, Yannick, Steven, Sergio, Cleo, Hendrik, Gina. Jawohl, wir haben alle. So, und dann können wir uns nämlich aufmachen in die neue Nachbarschaft, beziehungsweise die neue alte Nachbarschaft, die überarbeitete Nachbarschaft. Habe mich da jetzt für das größte Haus entschieden. Das habe ich auch noch so ein bisschen für die Kinder vorbereitet. Habe auch mal noch einen Pool draußen hingehauen, da Sims ja aktuell in Sims 4 noch nicht draußen im Wasser schwimmen können, in freien Gewässern. So, und zwar ist das dieses Haus hier. Hier sieht es jetzt alles noch ganz normal aus. Zack, Zuflucht am Seeufer. Aber ihr werdet gleich sehen, ja, für wie viele Tage mieten wir das denn mal? Ich würde sagen, wir können das ja erstmal für 3 Tage mieten und dann können wir es ja immer noch verlängern, wenn wir Bock haben. Weil ich dachte, hier könnten wir auch mal noch ein bisschen, ja, Bestreben weiterbringen, die man sonst nicht so weiterbringen kann. Steven und Gina können sich vielleicht mal näher kommen, fernab der Schulsorgen. Marvin und Yannick lernen auch direkt mal was anderes kennen. Warum nicht? Warum nicht einfach mal ein bisschen längeren Urlaub machen? Wir haben ja schon so unheimlich lang keinen Urlaub mehr gemacht und ich meine, sind wir mal ehrlich, unsere Family hat definitiv mehr als genug Geld dafür. So, also die Einrichtung ist jetzt nicht großartig anders geworden. Die Fenster habe ich so gelassen, aber ich habe es generell ein bisschen heller gemacht. Und wie gesagt, ein Pool habe ich hinzugefügt mit schön türkisem Wasser. Und es ist halt das Größte der Häuser, weil das brauchen wir auch. Die beiden haben doch schon alle Urlaub genommen. Was ist denn hier los? Was ist bei ihr? Sie ist angespannt. Warum? Weinendes Kleinkind. Oh, warum geht's euch denn schlecht? Traurig wegen dem Töpfchenunfall. Und wo sind denn alle hin? Oh Gott. Oh, wie süß. Oh Gott, die hat so krasse Muskeln. Lies ihm doch mal was vor. Lies doch Yannick was vor, dann fühlt sich Yannick vielleicht auch nicht mehr so traurig. Ach ja, schön hier. Schau mal, wie hier so richtig die Party abgeht. Alle freuen sich, wir sind im Urlaub. Wer ist ihn falsch rum? Ja. Hallo Freunde, ich bin Maya, euer freundlicher Ranger. Ich weiß eine Menge übers Campen. Wenn ihr also Fragen habt, wendet euch an mich.
Wir haben, glaube ich, aktuell noch keine großartigen Fragen. Ist das nicht schön? Ups. Ist das nicht ein Träumchen hier? Ha, herrlich. Herrlich, herrlich. So, was könnten wir denn jetzt mal mit unseren Sims machen? Muss Hendrik nicht noch angeln? Das ist doch hier eigentlich der perfekte Ort, um zu angeln. Angeln, angeln, angeln. Ja klar, als Anglerass, klar muss er da angeln. Blöde Frage. So, und hier hinten ist diese extrem coole Angelstelle. Angeln gehen. Nee, 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 mach doch mal, mach mit Ködern. Köder sie mit Holunder. Das Haus hier finde ich prinzipiell ja irgendwie immer cooler hier hinten mit der Feuerstelle und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das besser und es passt auch farblich extrem gut und ich liebe das in diesem großen offenen Raum und den Betten oben, aber das hat halt einfach zu wenig Schlafzimmer. Wir brauchten ja hier ein sehr, sehr großes Haus mit sehr vielen Schlafzimmern für unsere Riesenfamilie. So, und wie sieht's bei ihr aus? Was müsste sie machen? 5 Kristalle sammeln. Können wir hier Kristalle sammeln oder ist das eher schlecht? Kuratorin, wir könnten auch aus ihr auch so einen Outdoor-Typen machen. Oder warte mal, nein, das können wir aus Emi machen. Aber sie müsste noch Bestseller fertigstellen. Das ist ja auch egal, oder? Ich weiß es nicht, ja, aber die Kuratorin würde ich schon auch ganz gerne. Es gibt so vieles, was ich gerne machen würde. Meine Güte. Jetzt haben wir schon über 900 Folgen und können trotzdem noch so viel machen. Sind das denn Kristalle? Graben, ich glaube, das sind Kristalle. Hier hinten ist der Campingplatz. Und ihr seht, hier ist auch jetzt überall das eher so sandig, der Boden. Ja, das sind Kristalle. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir da nämlich auch endlich mal hier so ein bisschen... Ja, uns einfach nochmal um die Bestreben kümmern. Apropos Bestreben. Ich würde jetzt gerne mal gerade reinschauen. Neues Bestreben wählen. Dann müsste doch jetzt eigentlich auch irgendwo... Müsste doch Outdoor-Fan, Nerdchen, Vermögen. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Ort vielleicht? Nee. Also ich finde jetzt das Bestreben nicht. Vielleicht habe ich da auch irgendwie doch noch einen kleinen Fehler gemacht beim Entpacken. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wohin, weil es waren alles Package-Dateien da drin. Oder ich habe vielleicht auch vergessen, eine Datei runterzuladen. Das kann auch sein. Aber darum ging es mir jetzt auch eigentlich überhaupt nicht. Mir war in erster Linie wichtig, dass hier die Nachbarschaft mal anders aussieht, dass wir nicht immer genau im selben Gebiet unterwegs sind. Ich meine, sind wir jetzt zwar immer noch, aber es sieht einfach komplett anders aus und das war mir jetzt einfach mal wichtig. Haben wir vielleicht noch irgendwo... Oh, schön. Haben wir vielleicht noch irgendwo Kristalle? Ich glaube nicht. Naja, macht nichts. Aber einen Computer haben wir hier nicht, ne? Ist vielleicht auch besser so. Die soll ja jetzt hier nicht arbeiten, unsere Emi. Ja, aber wir könnten ja dann tatsächlich mal... Ich meine, auf Kreativität, da können wir ja immer noch wieder hin zurückgehen. Aber wir könnten tatsächlich mal auf Outdoor-Fan gehen. Warum nicht? Outdoor-Fan. 10 nicht bestimmte Pflanzen ernten und 5 Fische in Granite Falls fangen. Fünf nicht bestimmte Pflanzen. Wilde Pflanzen entfernen. Vielleicht ist das dann ja schon eine nicht bestimmte. Eventuell. Was haben wir hier? Steht auch nichts dran. Hat kein Schild. Okay, und dann könnten wir sie eigentlich auch mal angeln lassen. Ich meine, 5 Fische zu fangen, ist ja jetzt prinzipiell nicht unbedingt so die größte Sache. Die beiden sind hier am Hufeisenwerfen spielen, während Sergio sich schon das erste Mal am Feuer wärmt. Und was machen die Kids? Also hier, Marvin klettert gerade rein. Oh! Wie
cute ist das denn? Yannick bekommt vom Bär vorgelesen. Ach, wie süß ist das denn bitte? Ist das der Erklärbär? Ne, das ist... Oh, ich weiß, was das ist. Das ist Janosch Traumstunde. Aber es war kein Bär. Das war irgend so ein komisches, fusseliges, undefinierbares Etwas. Ach, wie schön. Ach cool, wer steckt denn hinter dem Bärenkostüm? Artwig Gandhi, ein junger Erwachsener. Der kann offensichtlich gut mit Tieren. So, er möchte einen Rückwärtssalto in den Pool machen, der Sergio. Ja, dann macht es doch mal, wir haben doch hier. Ein neuer Fisch wurde gefangen. Okay. Rückwärtssalto, na, das kann ja eigentlich nur schief gehen, ne? Das kann ja eigentlich nur schief gehen, dann kletter mal rauf und zeig uns, was du kannst. Boah, aber diese Muskeln, das ist schon krass. Das wäre mir persönlich in echt ein bisschen zu viel. Es ist gut gegangen, wow. Sehr gut gemacht, Sergio. Und hier, was hat er geangelt gerade? Eine Erdbeere. Ich dachte schon, das wäre was Besonderes. Sie hat auch eine Truhe rausgezogen. Auch eine Erdbeere. Sie hat tatsächlich noch gar keinen Fisch gefangen, unsere Emi hier in Granite Beach ist es ja jetzt eigentlich. Es ist ja gar nicht mehr Granite Falls. Was ist mit ihm? Will Happa. Wo ist er gerade? Er legt sich jetzt erstmal hin und geht schlafen. Oh, er hat hier die ganze... Er hat die Treppe erklommen. Wow. Kleiner Abenteurer. Was haben wir jetzt? Schon wieder eine Truhe. Schon wieder eine Erdbeere? Ja, schon wieder eine Erdbeere. Hier schwimmen anscheinend sehr, sehr viele Erdbeeren im Wasser rum. In Granite Beach, aka Falls. Sehr schön. Ich würde da gerne mal mit ihren Fisch angeln. Hat sie jetzt... Aber das sind immerhin schon mal zwei unbestimmte Pflanzen, die sie geangelt hat. Gepflückt hat. Das heißt, da bräuchte sie jetzt im Endeffekt noch 8. Was hat sie jetzt? Sie hat einen ersten Fisch. Oh, und Yannick hat Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Yannick kann jetzt schneller gehen und zu Musik tanzen. Cool. Amerikanischer Flussbarsch. Immerhin. Immerhin 4,54 Kilo. Und Yannick hat Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Yannick kann jetzt sprechen. Er kann über Spielsachen und LKW reden, jemanden anbrüllen, anderen Unfug erzählen oder um einen Nachtisch bitten. Durch das Verbessern anderer Fähigkeiten kann er weitere Sozialaktionen lernen. Und Emi hat den nächsten Fisch gefangen. Ja, jetzt läuft's hier doch. Jetzt läuft sie doch. Wenn's einmal läuft, dann läuft's. So. Das war Oskadis Lexikon der dämlichen Weisheiten. Oder so ähnlich. Aber Yannick hat, glaube ich, auch... Also entweder fühlt sich gerade unwohl, weil niemand da ist von seinen Eltern. Was haben wir hier? Gruppengeschichte erzählen. Ach so, am Lagerfeuer zum Beispiel. Ach, schön. Aber das ist doch auch ein traumhaftes Bild. Als bei Granite Beach die Sonne hinter den Bäumen versank. Schön. Oh, guck, wenn der angebissen hat, das war ein Riesen... Oh, nee, doch nicht. Ich springe die ganze Zeit in den Sand zurück. Jetzt bin ich aber doch gleich mal gespannt, was das nächste ist, was bei den beiden beißt. So lange möchte ich hier gerne noch gucken. Aber gerade beißt nichts mehr. Sie haben den Tümpel leer gefischt. Das geht doch nicht. Wegen Überfischung geschlossen. Kommt gerade echt nichts mehr. Ja, nee, irgendwie will nichts mehr beißen. Naja, irgendwann haben ja auch die Fische mal Feierabend. Was ist mit Yannick? Yannick ist einfach nur müde. Und würde gerne schlafen gehen. Und warum tut er das nicht? Aha. Einmal gestoppt und dann funktioniert das. Das ist echt ein guter Tipp gewesen, dass man dann einfach vielleicht mal stoppen sollte, wenn die Sims irgendwie in irgendwas festhängen und dass man dann wieder weiterlaufen lässt. Das hat bei mir bislang tatsächlich noch jedes Mal funktioniert.
So, und die machen hier Hausaufgaben im Urlaub? Mensch, Mensch, Mensch. Ihr beiden, fleißig, fleißig. Ihr müsstet übrigens jetzt im selben Zimmer schlafen. Habe ich euch noch gar nicht mitgeteilt, ne? Angst vor Vampiren zugeben. Ist natürlich auch blöd, wenn Gina Angst vor Vampiren hat. Und ihre Schwägerin ist ein Vampir. Das ist natürlich ungünstig. Kompliment über Aussehen machen und dann kannst du sie vielleicht noch ein bisschen anflirten. Dass sie hier mal noch ein bisschen vorwärts kommen, nicht? Nicht wahr, nicht. So, was ist jetzt mit Marvin? Marvin müsste jetzt langsam mal was essen. Guck mal, der kriegt kaum noch die Augen zu. Das heißt, kaum noch, er kriegt die Augen nicht zu. Ich würde sagen, wir schicken ihn hier erstmal aufs Töpfchen. So, immer wieder. Das Pausieren, das kurze, hat es gebracht, dass er aufgestanden ist und sich jetzt mal hier, ja, hör auf zu jammern. Ich hab dir doch schon gesagt, du sollst aufs Töpfchen. Und danach kriegst du dann auch was zu essen. Pausieren und weiter. Und dann geht's auch wieder. So, sie hat auch die Hausaufgaben fertig. Was ist mit ihm? Oh, hat er wieder Albtraum gehabt. Heieieiei. Ach ja, ich bin gefragt worden, wie lange das jetzt dauert, bis die Kleinen zu Kindern werden. Ich habe momentan die Lebensdauer auf sehr lang. Warte mal, hier genau lang. So, da bin ich nochmal. Da ist meine Platte eben während der Aufnahme vollgelaufen. Zum Glück habe ich nicht mehr allzu viel verpasst. Wir waren bei der Alterung. Ich hatte jetzt geguckt, die Zwillinge altern sowieso in 8 Tagen. Dann werden sie schon zum Kind. Ich finde, das ist dann noch absolut in Ordnung. Dann würde ich die Lebensdauer auf lang lassen. Das war eigentlich das Einzige und Letzte, was ich noch gesagt hatte. Zumindest hier zu dieser Folge. Denn das war's jetzt. Morgen geht's dann weiter und am Sonntag mit der City Life Challenge. Und ja, nachher kommt wie gesagt noch ein Video, wo ich euch zeige, wo ihr den Life is a Beach Mod herbekommt, wo ihr den hinpacken müsst, wenn ihr den auch im Spiel haben wollt. Und wenn ich dran denke, dann ist die Seite, wo ihr den bekommt, auch hier unter diesem Video schon in der Beschreibung verlinkt. Aber ich hoffe, ich denke dran. Also ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!